Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Transmon Fever 2. Ja, ihr seht schon, da unten sind ein paar Millionen Ausgaben. Das liegt daran, dass ich die Flugzeuge gerade alle erneuert habe. Also hier stehen gleich auch irgendwo moderne Flugzeuge rum. Der Flughafen ist lustigerweise leer. Dann schauen wir mal unseren alter Leggy-Leg-Leg-Leg-Leg-Leg. So, Hauptflughafen, hier ist bestimmt einer von den Fliegern irgendwo unterwegs. Hier, das ist eine unserer neuen Flugmaschinen, die hier rumsteht. Die Transportmaschinen wurden alle erneuert, fast alle Fahrzeuge wurden erneuert. War eine Schweinearbeit, ich glaube, ich habe eine Viertelstunde einfach nur durchgeklickt und versucht, alles zu aktualisieren. So, wir schauen jetzt mal erstens auf den Startbutton. Und wo wollt ihr alle hin? Ja, schöne Bus... Oh. Kranichfeld und Fürstenau. Wieso war mir das klar? Da wollen 80 Leute hin. Meine Buskapazität ist noch nicht mal so hoch. Da lohnt sich bald schon ein Zug. So mal, by the way, ich könnte hier eiskalt noch eine Station hinbasteln, die hier rausfährt, unter der Autobahn durch und hier hinten rum. Und dann, keine Ahnung, hier abbiegt oder hier vorne und dann vorne in den Bahnhof reinfährt. Könnte ich halt echt machen, ne? Was ist, wenn ich das mache? Geht das irgendwie, dass ich sage, hier abbauen oder sowas? Also ich probiere jetzt mal hier so und dann... Zack. Also das halten wir jetzt noch ein bisschen hoch. Also sagen, okay. Wir gehen jetzt hier noch drüber. Danach senken wir die Gleise wieder. Nee, nee, unser System ist hier überhaupt nicht übertrieben und so. Ich überlege auch gerade, ob wir nicht sagen, okay, wir führen das einfach so auch noch fort. Und setzen sozusagen extra Gleis gleich hier noch ein. Alter, complicated Schienenway und so, ne? Aber das ist gleich schlauer, weil dann kann er rein theoretisch auch eine andere Station verwenden. Aber er kann genauso direkt auf eine von denen hier drüben wechseln. Dann kann man rein theoretisch hier noch eine Abzweigung machen, die dann, keine Ahnung, nach hinten führt oder so. Aber wie gesagt, der Plan ist jetzt erstmal, dass das Ding hier drüber führt. Also hier unten durch. Schwer herauszufinden, wie man am besten um diese Kurve rumkommt. So, okay, ich glaube, das ist am schlauesten gerade. Schauen wir, dass wir mit 150 hier so rumkommen. Hier durch einen Tunnel durch. Wie weit sind das eigentlich? Es ist echt weit, ne? Auch hier einen Tunnel durchbohren. 2 Millionen, easy peasy. Wir bauen einfach mal so eine neue Strecke. Mittlerweile ist halt echt Geld so, so like, no problem. I just build it. So, und damit wir hier gut reinkommen, will ich halt, dass wir hier so rumgehen können. So, okay, und jetzt kriegt die Station noch ein Terminal. Das ist eine Konfiguration. Wir werden die Straßenverbindung trotzdem lassen, aber ich werde
einfach eine weitere Station hinbauen. Wie so eine Umsteigstation in der Art. Du willst mir sagen, die Stadt... Verarsch mich doch nicht! Ich muss das Ganze neu zurückbauen, weil ich nicht weiß, ob das passt. Scheiße. Ich will das jetzt hier anschließen. So. Das geht. Perfekt. Weißt du was? Ich setze jetzt einfach hier noch so ein Schienengleis ab. So. Man kann rein theoretisch irgendwann auch die Schiene wechseln oder so in der Art. Der wird irgendwie so fahren und dann nach da drüben, ne? Ich finde auch geil, wie die Züge hier reinfahren. Also ich muss lassen, mir gefällt das Schienensystem extrem gut. Das taugt mir echt. Das ist echt... Finde ich einer der geilsten Bauten, die ich seit langem gemacht habe. Jetzt mittlerweile wieder in dem Spiel. Okay, ich habe es auch lange Zeit nicht mehr gezockt. Muss man dazu sagen. So, dann neues Schienensystem von... Das ist jetzt... Zug... Fürstenau, oder? Ich habe verschrieben. Fürstenau, Strich, was war das andere für ein Kaff? Das war das Kaff Kranichfeld. Kranichfeld. Feld, so. Dann tun wir Zug, Fürstenfeld, Kranichfeld. Station hinzufügen. So, 1-1 passt es mir so. Schau mal. Ja, genau, weil dann trifft es nie auf die Hauptstrecke, sondern wechselt halt direkt. Perfekt. So. Hier will ich aber danach bitte noch so eine Station hinmachen. Vielleicht kann ich dann dadurch irgendwie was machen. Aber als erstes schauen wir uns mal an, was wir für Züge da verwenden können. Fahrzeuge kaufen. Und ich hätte halt da gerne irgendwas Elektrisches. Einen simplen... kurzen Zug. Wie schnell bist denn du? 160? Das ist ein Vierer. Wenn ich den wegnehme... Upsala. Ne, passt schon. Dann hat er eine Kapazität von 120. Ist eigentlich schon zu heftig, ne? Sowas sollte eigentlich reichen. Kaufen. Und du gehst jetzt natürlich auf diese Strecke. So. Bin ich schon gespannt, was da für ein Zug rauskommt. Wie der ausschaut. Wie einfach da drin schon wartet. Das Problem ist ja, dass diese Strecke einfach null Abzweigung dazwischen hat. Bedeutet, du hast auch keine Möglichkeit, hier zu sagen, okay, jetzt fahren beide, weil das ist ja noch eine einstreckige Schiene, weil eigentlich nur ein Zug hier fahren soll. Aber jetzt wird er sich losbewegen. Schauen wir uns das Ding mal an. Deutsche Bahn NAH.SH, okay. Schleswig-Holstein, okay. Doppeldeck, aber ein schicker Doppeldeck. Mir taugt der Zug, ganz ehrlich. Also mir taugt der echt. Das Geräusch ist vielleicht ein bisschen penetrant, aber hey. Wenn der so durch den Wald geschossen kommt, der schaut wenigstens nicht schlecht aus. Wow, okay. Das war zu schnell. Ich wollte noch auf Speed-Download machen, sozusagen. Und jetzt sollte er eigentlich wechseln, ja. Perfekt. Und sollte den Schienenverkehr auch wieder freigeben. Er ist bummvoll unterwegs. Nice.
Und jetzt, wo fährt er hin? Fährt er erstmal, okay. Ah, nee, er wechselt. Bedeutet, er fährt direkt runter in die City. Als erstes. Autosave. Das ist natürlich schon wieder eine Ortschaft mehr, die verkabelt ist. Und jetzt warten natürlich hier gleich noch mehr Leute, also die S-Bahn ist so... Ach okay, da ist gerade noch ein Zug drin. Aber 44 warten schon auf den Zug. Fort ist natürlich, hier ist auch direkt eine Station. Bedeutet, sie können entscheiden, ob sie mit dem Bus fahren wollen. Was ich denke, ein bisschen günstiger ist als der Zug. Obwohl. Kommt, glaube ich, auch drauf an. Aber beide Wege sind, glaube ich, relativ aktiv und gut genutzt. Wenn wir die anschauen, die sind auch bummvoll. Die brauchen halt eine Unterstützung. Und hier kommt er auch schon mit Vollkaracho. 2 Millionen hat er mich bis jetzt gekostet und fährt leer. Aber das wird sich gleich ändern, denke ich. S-Bahn kommt auch einer gleich? Ja. S-Bahn kommt eh schon hinterher. So, der Kleine steht jetzt hier. S-Bahn kommt auch daher. Da trifft die Deutsche. Im Grunde könntest du das wie Verlassing sehen. Die Deutsche Bahn trifft auf die österreichische Bahn. Und da warten trotzdem voll viele Leute. What? Bist du voll oder warum? Oder sind die nachträglich gekommen? Und dann ballert er über seine einsame Schiene hier mitten durch die Gebiete durch. Durch Tunnel und weiß Gott noch was. Und dann ist egal, so fumm, schießt aus dem Berg raus. So, das ist meine Strecke. Weg da. Zum. Ich will den einmal verfolgen immer. Ich verfolge, keine Ahnung, gerne immer wieder so zwischendurch einfach mal die Züge, was sie gerade machen. Vor allem, das ist eine relativ langlinige Station. Wenn wir hier gucken, warten auch 20 Leute. Okay. Und jetzt geht er hier natürlich langsam, weil Kurve. Biegt ab und bleibt natürlich bleibt auf seiner Strecke. Wechselt gleich. Ah, schau her, wechselt rüber. Und bleibt hier stehen. Geil. 2 Millionen gemacht, füllt sich wieder auf, so gut wie es geht, und fährt wieder ab. So wollen wir das. Perfekt. Dann wollen wir aber den Leuten noch einen Gefallen tun. Und zwar gibt es hier eine Station. Und wir wollen ihnen den Zugang ein bisschen erleichtern. Dazu müssen wir aber hier konfigurieren. Wir brauchen dafür ein Passagiergebäude. Jetzt müssen wir natürlich gucken, welche Größe passt hier hin, damit auch eine Verbindung entsteht. Problem ist ja, dass sozusagen hier einfach nichts hinpasst. Brauchen die hier so ein... Okay, ja, das ist die Hauptstraße raus, ne? Ist blöd. Welche Strecken verlaufen denn hier so? Viele, 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 viele. Uff. Ah, die... Okay, die gelbe ist was anderes. Wenn wir jetzt sagen, wir haben diese Flughafenverbindung hier. Flughafen Fürstenau. Wenn wir sagen, okay, du kriegst hier noch eine Station, die du beim Hin- und Rückfahren erwischt. Weil das ist ja auch eine Möglichkeit, oder? Wir bauen hier einfach eine Station hin, Gebäude. Und dann nehmen wir die Linie nochmal, Flughafen Fürstenau. Und dann, nachdem du Fürstenau Abzweigung, das ist gleich das hier, hältst du einmal hier. Warum macht er da so eine komische Turn? Und auf dem Rückweg bitte auch nochmal hier halten. Also echt weird, dass sie dann so ganz komisch fahren, aber okay. Ihr könnt ja auch hier gerade ausfahren. Weil jetzt fährt der so. Ich check's nicht, ganz ehrlich. Und fährt dann wieder auf die Hauptstraße zurück. Hä? Er ist auch wieder da? Er macht aber wahrscheinlich jetzt schon bloß, ja. Die Finanzen sehen bei dem sehr, sehr lecker aus. Und natürlich durch die extra zugegebene Strecke noch dazu. Die Busse werden Plus machen. Um die Strecke mache ich mir ehrlich gesagt keine Sorgen.
Wie schaut's mit der Stadt aus? 1178 Leute wollen sie erreichen als Ziel. Respekt. Respekt. Na gut, aber jetzt haben wir da unten relativ viel gemacht. Die Ortschaft ist angeschlossen, zwar nicht per Zug, aber per Bus, was natürlich auch ein Weg ist. Aber hier wollen wahrscheinlich auch so viele raus, ne? Ja. Da sind auch schon so viele, die da durch wollen. Unser kleiner Kreisel ist auch hier aktiv. Ich finde es auch geil, dass der LKW so sagt, jupp, eindeutig meine Strecke. Die interessiert es gar nicht, dass das eine Busstrecke ist. Für was baut man denn eine Busstrecke, wenn es nicht interessiert? Also ich finde, das sind so die höchsten Gebäude, die wir aktuell haben. Bewohner 32, okay. Aber müssen wir doch in der Hauptcity eigentlich auch haben. Auch wenn ich mich um die wirklich nie wieder gekümmert habe. Ja, die hat auch so zwei High Tower sozusagen stehen. Wie schaut sonst so aus? Plus 250, weil Verkehr 150%, Straßenverkehr 85%. Die Versorgung liegt bei 70%. Und Baustoff habe ich natürlich nie geliefert. Aber wenn man das Diagramm anschaut, die Stadt ist dezent im Wachstum. Eigentlich. Aber wir sind auch schon echt lange in diesem Game drin. So. Als nächstes habe ich immer noch die zwei Städte, die ich gerne verbinden würde. Bedeutet, die kriegen jetzt auch eine Anbindung. Und wenn hier schon sich so eine schöne Stelle anbietet, dann nehmen wir auch genau die hier. Wo wir ein Gebäude reinpacken. Und zwar einen zweiteiligen 360 Hochgeschwindigkeitsbahnhof. So. Genau mit dieser Config gehen wir dann auch an die nächste City ran. Die den Bahnhof hier hinkriegt. Weil die Stelle, finde ich, passt einfach gut. So. Die Strecke muss halt weichen. Da jammert auch lustigerweise keiner. Ah, die kriegen sie schon wieder, keine Sorge. Sie müssen bloß ein bisschen Umweg machen dann. Und der Teil kommt auch weg. Was natürlich erneuert wird, ist hier bei der Straße die Strecke. Die kommt noch dran. Weil es ja positiv für unsere Schienensysteme. So, was wir machen werden, ist diese Strecke nehmen, die wir schon besitzen. Und eine Abzweigung designen. Und zwar so freundlich, so Hochgeschwindigkeit wie nur geht. Warum mir das jetzt nicht geht? Lustig. Okay, jetzt muss ich das nochmal probieren. Wenn ich sage, okay, ich will von hier abzweigen. Ich mache hier so eine 250er Abzweigung, wenn es geht. Dann sagt er, okay, ich kreuze zu lange. Dann gehe ich halt auf 200 runter. Sage ich die Kreuzung für 200. Geeignet, das sollte ja passen, oder? Aber Leute, hupsala, ich sehe schon wieder die Zeit. Ne? Die Zeit ist schon wieder so unser Faktor. Die Zeit ist vorbei. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.